Ja, willkommen zurück zur IPA-Konferenz. Ich hoffe, Sie alle konnten die Pause gut nutzen, um sich zu stärken, vielleicht mal in die frische Luft zu gehen, das eine oder andere Gespräch noch zu führen. Und wir starten jetzt gemeinsam in den Nachmittag und haben zu Beginn unserer dritten Session noch einen kurzen Block eingebaut, mit dem wir Ihnen gerne einen Einblick geben möchten in die Entwicklung des IPA-Zentrums, dem, was so in den letzten Monaten passiert ist. Neben mir ist Markus Lenzler hier jetzt mit im Studio. Lieber Markus, herzlich willkommen. Hallo, Sherwin. Ja, vielen von Ihnen bekannt. Ich stelle ihn ganz kurz noch mal vor. Ebenfalls Architekt in dieser Runde, in Hannover studiert, war in verschiedenen Architekturbüros, seit 92 in der ECE-Gruppe. Und dort seit vielen Jahren in der Geschäftsführung, verantwortet dort ein großes Portfolio an Planungs- und Bauaufgaben und Projekten und hat seinerzeit ja eines der ersten oder das erste Pilotprojekt IPA initiiert und hat dankbarerweise die Aufgabe übernommen, als Sprecher der Leitung des IPA-Zentrums zu fungieren. Und Markus, wenn du uns in den nächsten Minuten berichtest, was da gerade so passiert, es ist ja unheimlich viel Aktivität, freuen wir uns drauf. Ja, danke. Das übernehme ich sehr gerne, Sherwin. Auch an das Publikum einen schönen guten Nachmittag. Ich hoffe, der Vormittag war für Sie alle genauso interessant wie für mich. Das Spannende ist ja, wenn man einfach diese verschiedenen Ansätze sich anhört und wenn man auch die verschiedenen Projekte sich schon mal anschaut. Das Ganze ist natürlich ganz wichtig, dass es in einem Rahmen auch stattfindet, dass wir also auch die Möglichkeit haben, dass das entsprechend in unserem deutschen Markt flankiert wird. Ich möchte Ihnen ganz kurz das Leitungsteam des IPA-Zentrums vorstellen, hier in den jeweiligen Personen mit den sechs Kolleginnen und Kollegen aus Wissenschaft, aus dem juristischen Bereich und eben aber auch aus der Praxis. Und einen kleinen Überblick geben, was also innerhalb des letzten Jahres oder der letzten, ich sag mal, anderthalb Jahre eigentlich sich in diesem Umfeld nochmal getan hat. Die Vision und Mission des Bereiches oder des IPA-Zentrums ist wirklich, eine zentrale Plattform zu werden und sein zu können, damit alle Projektbeteiligten in der Bauwirtschaft in der Lage sind und befähigt werden, also wirklich auch komplexe Bauvorhaben erfolgreich realisieren zu können. Wir haben ja heute schon sehr viel darüber gehört, was also diese Quervernetzung angeht. Wir haben auch von einigen gehört, dass es also innerhalb der Bauherrenschaft, aber auch innerhalb der Planer, innerhalb der juristischen Fakultäten Austausche gibt. Das wollen wir natürlich entsprechend fördern. Die Organisation des IPA-Zentrums würde ich hier ganz gerne noch mal darstellen, weil der ganz, ganz wichtige Teil ist tatsächlich sämtliche Träger des IPA-Zentrums. Und an der Stelle möchte ich mich erstmal bei allen bedanken, die also tatkräftig mitgearbeitet und mitgewirkt haben. Und mich auch dafür bedanken, dass wir also einen regen Zulauf an Trägern bekommen, weil nur davon lebt letztendlich auch das IPA-Zentrum. Sie sehen dann in dieser Struktur die Leitungsebene, die ich gerade kurz schon vorgestellt hatte, mit Experten aus der Wissenschaft und der Praxis. Und Sie sehen, dass das Leitungsteam flankiert wird von einem Beirat, zu dem komme ich gleich auch noch mal, ebenfalls aus Vertretern von Fach- und Berufsverbänden, Ministerien und Universitäten. Auf der linken Seite sehen Sie, dass wir angebunden sind, das hat Sherwin Hakschenow ja auch heute Morgen schon gesagt, an die Geschäftsstelle des GLCI. Und ganz wichtig möchte ich gerne einen neuen Teil sozusagen auch nochmal mit erwähnen. Wir haben hier mittlerweile auch an uns bei uns ein Young Researcher Network. Das ist also tatsächlich junge Nachwuchskräfte aus Universitäten, worüber wir natürlich auch es schaffen und auch die jungen Universitätsteilnehmer sozusagen in Austausch zu gehen und die integrierte Projektabwicklung eben auch für die Zukunft weiter vorzubereiten. Hier rot eingekreist ist eigentlich der wichtige Part, der im letzten Jahr noch mal richtig Fahrt aufgenommen hat, nämlich
die Arbeit der Fachgruppen, zu denen ich gleich nochmal kommen möchte. Und damit die Fachgruppen sozusagen koordiniert miteinander arbeiten, gibt es auch einen entsprechenden Steuerungskreis. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mal sieht, wie groß mittlerweile das IPA-Zentrum ist. Also von den 50 Trägern haben wir praktisch jeweils 25% bestehend aus Bauherren, aus Planern, Projektsteuerern und Juristen und aus Baufirmen. Damit sieht man eigentlich, dass wir eine sehr gleichmäßige Verteilung haben, was wirklich wichtig ist, weil wir brauchen sämtliche Perspektiven. Wir haben einen Beirat, insgesamt 25 Beiräte, 30% aus Universitäten und 70% aus Fach- und Berufsverbänden. Und wir haben derzeit 5 Fachgruppen mit insgesamt 90 Mitgliedern. Wenn man die Leitungsteams mit dazu nimmt, kommen wir also knapp an die 100. Ist also eine unglaublich große und breite Arbeitsebene, die aus diesen Fachgruppen heraus entstehen kann. Die inhaltliche Zielsetzung, die wir letztes Jahr Ihnen auch schon mal vorgestellt hatten, sind natürlich neben der Kommunikation und dem Erfahrungsaustausch Themen wie Best Practice und Schulungen, aber auch Erarbeitung von Hilfsmitteln. Und immer unter den Themen, die wir heute auch gehört haben, von den Kulturen, also von der Kulturveränderung der Ablauf- und Aufbauorganisationen, aber eben auch Projektmanagement und Risikomanagementmethoden. Sie können das lesen, ein im Grunde genommen wirklich sehr, sehr breites Feld der Themen, die hier im Kompetenzzentrum und in den Fachgruppen bearbeitet werden und wofür also tatsächlich Methoden und Leitfäden auch entwickelt werden sollen. Was haben wir in den letzten Monaten getan? Angefangen mit dem Q1 dieses Jahres. Wir haben also quartalsweise Leitungssitzungen. Wir haben halbjährliche Beiratssitzungen, weil wichtig ist, dass der Beirat letztendlich auch unsere Aktivitäten begleitet und auch Input gibt. Und wir haben als Basis natürlich die Arbeit der 5 Fachgruppen. Und diese Arbeit der 5 Fachgruppen, die spielen regelmäßig in diese Koordinierungsrunden rein, wo wir eben auch die entsprechenden Schnittstellen analysieren, wo wir die Schnittstellen wahrnehmen und auch darüber diskutieren. Die erste Koordinierungsrunde hat gerade im Mai stattgefunden und ich bin gespannt, was die nächste Koordinierungsrunde im November ergeben wird. Dann haben wir gestern eine Beiratssitzung gehabt und ich kann dort auch berichten, dass es also einen sehr, sehr guten Input gab von den Beiräten für die Arbeit des IPA-Zentrums, dass wir also wirklich bestärkt wurden, so weiterzumachen wie bisher, dass aber eben die gesamten Verbände nicht nur ein großes Interesse haben, sondern uns wirklich auch aktiv unterstützen, auf der Ebene weiterzumachen und im Grunde genommen das ganze Thema auch voranzutreiben. Ich hatte das gerade schon gesagt, die wesentliche Basis ist natürlich die Aufgabe der Fachgruppenmitglieder und hier ist eine Übersicht darüber, was die 5 Fachgruppen derzeit bearbeiten, nämlich Organisation und Kultur, die Teamauswahl und die Vergabe, die Vergütung und das Risikomanagement, das Thema Vertrag und den integrierten Planungsprozess. Und wenn Sie sich anschauen, sieht man, dass wir eigentlich eine sehr, sehr große, jeweils sehr große Gruppen haben. Und diese Teams haben teilweise Untergruppen gebildet, um also die Themen auch entsprechend weiter zu bearbeiten, ganz nach der Lean-Vorgehensweise sich strukturiert. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal Danke sagen an alle, die sich wirklich engagieren, die also freiwillig da unterwegs sind und die wirklich für die Sache arbeiten und ich sag mal uns insgesamt weiter voranbringen. Ja, und die Zielsetzung der Fachgruppen, die soll im Grunde genommen erstmal darin bestehen, und Sie sehen an den grünen Haken, dass wir einen Teil schon erarbeitet haben, dass also die Zwischenergebnisse, die gemeinsame Absprungbasis definiert wurde, die Zwischenergebnisse einmal kommuniziert worden sind, die Hilfsmittel letztendlich auch verteilt werden. Und jetzt geht es in der ganz wichtigen Phase, die ungefähr die nächsten 1,5 Jahre vor uns liegen, um die Fragestellung, was konkret soll eigentlich bis wann erreicht werden.
denn wir wollen möglichst zeitnah auch Hilfsmittel für die Praxis zur Verfügung stellen. Und insofern ist also nach dem ersten Boxenstopp der Fachgruppen sind das die vier oder die drei wichtigen Punkte, nämlich die konkreten Fachgruppenziele, wie ich sie dargestellt habe, die Offenlegung und Klärung von Schnittstellen, weil wir müssen aufpassen, dass also nicht jede einzelne Fachgruppe sozusagen als Silo agiert. Wir leben von dem Querschnitt. Und die Kommunikationsmöglichkeiten erarbeiten, denn im Rahmen unseres Open-Source-Gedankens soll möglichst schnell, möglichst viel einer möglichst breiten Community zur Verfügung gestellt werden. Und an der Stelle sage ich erstmal Dankeschön. Ja, vielen Dank, Markus, für den Einblick, den du uns gegeben hast. Vielleicht eine Frage, die ich gerne anschließen würde. Also zunächst mal vielleicht ein Statement meinerseits. Ich durfte ja auch der Beiratssitzung beiwohnen. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, sozusagen, welche Breite die beteiligten Organisationen abbilden. Und mir ist wirklich kaum eine Initiative bewusst, wo wirklich in dieser Breite Verbände und Vereine da ein gemeinsames Interesse verfolgen. Das muss ich sagen, ist mir gestern nochmal bewusst geworden. Du hast eben gesagt, dass der Beirat sozusagen oder auch die jeweiligen Verbände die bisherige Arbeit unterstützen und auch bestärken. Gab es vielleicht noch besondere Statements oder Botschaften, die du mitgenommen hast, sozusagen an konkreten Hinweisen, Hilfestellungen, die das IPA-Zentrum gestern nochmal erhalten hat? Ja, eine konkrete Hilfestellung habe ich, also ich habe mehrere konkrete Hilfestellungen oder Fragestellungen und Hilfestellungen gesehen, beides. Das erste, ich habe eine breite Zustimmung gespürt, dass alle sagen, wir unterstützen mit unserer Verbandsarbeit die Gedanken die Mehrparteienverträge in Deutschland also wirklich machbar zu machen. Der zweite Punkt war, dass alle auch noch mal gesagt haben, ist es natürlich wichtig, auch alle mitzunehmen. Also auch die Bedenken. Es gibt durchaus Gruppen und Teilbereiche, die jetzt im Moment gerade bei diesem Konstrukt nach Orientierung suchen und eben auch sagen, okay, unterstützt uns bitte bei der Fragestellung, wie wir unsere Profession da auch sinnvoll mit einbringen können, weil wir wollen mit dabei sein. Mhm. Und das dritte für mich bemerkenswerte Statement war, bitte gebt Gas, macht uns konkrete Handlungsvorschläge, erarbeitet die Themen, sodass wir das also dann auch diskutieren können. Aber wir wollen im Grunde genommen, wir möchten gerne weiter voranschreiten. Also wirklich dieses, wartet nicht ab, bis sämtliche Verbände, so habe ich das zumindest wahrgenommen, irgendwie sich unterschiedliche Meinungen gebildet haben, sondern geht einen Schritt voraus, erarbeitet die Themen konkret, sodass wir es weiter unterstützen können. Also das ist etwas, was ich persönlich emotional wirklich aufgenommen habe und wo ich gesagt habe, vielen Dank für so eine Stärkung und Wertschätzung der Aufgaben, die aus den Fachgruppen kamen und wir im Leitungsteam dann vorstellen durften. Ja, prima. Danke, Markus. Danke an der Stelle auch für dein Engagement an dieser Stelle und für das, was du einbringst in die Arbeit des IPA-Zentrums. Wir haben ja nachher nochmal Gelegenheit, dich zu erleben und du wirst an der Podiumsdiskussion mit den Verbänden teilnehmen. Insofern freue ich mich darauf. Danke erstmal an der Stelle für die Einblicke. Danke dir, Sherwin. Ja,